In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich jetzt so, wie ich noch niemals war. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mich gerade fertig gemacht, wie man sieht. Ich habe ja heute meinen zweiten Kurzsculpting-Termin. Ich suche gerade Linas Mütze. Lina geht mit dem Papa in den Indoor-Spielplatz. Und heute wird mein unterer Bauch gekurzsculptingt. Nennt man das so? Ja, auf jeden Fall suche ich jetzt Linas Mütze. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich habe ganz gut geschlafen. Die Aufregung war jetzt auch nicht so groß, weil ich habe das jetzt schon mal machen lassen. Und ich freue mich schon. Auf jeden Fall, weil meine größte Problemzone war ja mein Bauch. Und hier ist Linas Mütze. Ja, ansonsten... Bär! Ansonsten gibt es nichts Neues. Ich stimme dieses Mal auch nicht so viel mit. Letztes Mal habe ich ja noch eine Jogginghose und so mitgenommen, aber diesmal mache ich das nicht. Baba ist das Auto anmachen gegangen, Lina. Baba Chippa hat eine Gitarre bei Ärzte. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts, was ich euch jetzt erzählen könnte. Ich nehme euch, wie gesagt, mit und ihr könnt dann auch mal zuschauen wieder. Und gucken, ob ich ein bisschen abgenommen habe. Ich habe aber eben Kellogg's gegessen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel auf der Waage. Aber sonst... Mein Bauch. Sieht aus, als ob ich schwanger wäre, aber nein. So, ihr Lieben, ich bin jetzt da. Auch etwas zu früh da. Wir haben erst 1:30. Aber ich hoffe, das ist halb so schlimm. So, welche Etage war das? Die zweite oder die? Ich gucke einfach mal. Ja. So, ich kann euch mal zeigen. Momentan ist das hier mein Bauch. Also sieht schon ein bisschen schwanger aus, ne? Aber das ist auch wegen der Strumpfhose, weil die hier abgeklemmt ist. So. Ich bin schon gespannt, wie das dieses Mal wird. Weil der Bauch sieht danach, glaube ich, aus wie ein Bauklotz. So, jetzt gucken wir mal, wie rüstig die sind. Moment. Nee, das war doch die dritte Etage. Wusste ich doch, dass da was falsch ist. So. Wenn ihr Fragen habt zum Kurzsculpting, schreibt mir das unten rein. Ich beantworte alles. Alles, soweit es geht. So, jetzt sind wir aber da, oder? Stellt mal vor, nicht. Da. Voll weihnachtlich eingerichtet. Schaut mal, wie schön. Ah, schön. Hallöchen. Hallo. Alles gut? Ja, mit dir hast du schon. Ich habe kalte Hände. Also nicht schlimm. So, ich habe mich jetzt umgezogen und wir sind jetzt auch gleich dran. Ich habe 1 Kilo abgenommen bis jetzt. Ja, das ist gut, oder? Aber ich habe auch krass gefrühstückt. Das macht Sinn. Ja, wir machen jetzt die zweite Behandlung. Jetzt kommt der Unterbauch, ne? Genau, jetzt machen wir den Unterbauch. Ja, ich kann mal die Aufsätze zeigen. Und mit der etwas größeren Schablone werden wir jetzt den Unterbauch behandeln und erst einmal anzeichnen. Okay, so, da bin ich mal gespannt. Willst du das Stativ wieder haben? Oder? Ich guck mal, ob ich das so hinstellen kann. Wie du willst. Und? Alles gut? Weil der Bauch sieht einfach aus dem Bauch raus, ne? Ja, der wird so ein bisschen fester werden, so ein bisschen mehr. Wenn du so unter den Kühlschrank tust, ist es ja auch so ganz, ganz fest. So wird es auch sein. Das wird so richtig, ja, so richtig eisern, so kleine Brusthöhlen. Ja. Und das hier haben wir jetzt die Seiten gemacht. Ne? Wir haben uns das schon. Das ist schon viel besser geworden. Jetzt machen wir quasi den Unterbauch, dass wir das sozusagen ansetzen.
Dann kann ich den noch so ein Stückchen weiter. So, so, genau. So ist perfekt. So. Bauch wurde jetzt eingezeichnet, das sieht jetzt so aus. Und dann fangen wir auch direkt an. So, wenn du möchtest, kannst du gerne den Wahlmantel gleich ablegen oder auch anlassen, ja. Also vorne aufmachen. Okay. Und dann mich einfach erstmal hinlegen. Genau. Achso, wollt ihr beim Liegen dieses Mal meinen Bauch sauber machen? Bitte? Soll ich nicht stehen bleiben? Nee, das legen wir, also die Seiten, die legen wir immer stehen an und vorne, das legen wir immer liegen. Nee, ich meine wegen dem Saugern. Genau, Saugern von da oben. Achso, genau. Und diesmal dauert das 45 Minuten? Genau, diesmal dauert es 45, weil das der größere Applikator ist. Okay, sollen wir kurz den Applikator zeigen? Ja, klar. Der ist ja nicht wie der andere, der ist viel größer. Also das ist quasi den größten Applikator, den wir haben, für die kleineren Areale, die zum Beispiel jetzt über die Flanken gemacht haben. Nur mal zum Vergleich, haben wir etwa diese Größe. Genau, fast das Doppelte. Ja, und für ganz, ganz kleineren Sachen, ja, haben wir dann noch hier so einen kleinen Mini. Ja, das ist ganz, ganz gut. Super. Und das dauert dann 45 Minuten. Genau, ja, das ist ja länger. Ja. Gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings. The city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Und man kriegt, wenn du im Internet so siehst, wie Hollywood-Stars nach der Schwangerschaft aussehen, ne? Ja, gut, die kriegen ja meistens ihre Kinder. Erstmal kriegen die ja meistens ja eh alle per Kaiserschnitt. So, ja. Ne? Dann stillen die ja häufig alle nicht. Ja. Musste halt so bleiben, wie sie vorher waren. Natürlich haben die halt vorher und nachher schon immer trainiert, machen und tun. Die haben Babysitter zu Hause, alles. Ja, genau. Ne? Heidi Klum hat dort dran, hat drei Nannies, für, also im Dreischichtsystem. Das ist klar. Krass. Ja, klar, bin ich dann auch entspannt morgens. Ne? Ja. Ich mein, das ist das erste halbe Jahr, ne? Ja. Das ist nicht so viel mit Schlafen. Nee. Jetzt auch noch nicht. Ja. Du willst ja abends deine Zeit genießen. Aber es ist schon besser geworden. Ja, ja, klar. Also. Aber es ist ja auch so, ne? Man schreit, da gibt es auch häufiger einen Knatsch zu Hause im ersten Mal, wo man einfach nicht geschlafen. People
talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. Finde ich ganz schön ist, wenn man das so ein bisschen drauf legt. Das habe ich auch letztes Mal gemacht. Ich finde, das ist so ein bisschen erst für das Gefühl, glaube ich, so ganz angenehm. Genau, wenn es anfängt, so ein bisschen weh zu tun, kurz hier liegen bleiben, warm ist es aufgetaut. Nee, gerade geht's, aber ich glaube, das fängt jetzt gleich an. Ja, da brauche ich mich liegen.
Bitte, soll ich mal 5 Minuten mal so ein bisschen liegen lassen? Ich lege mich auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, genau, bleib einfach noch ein bisschen liegen. Okay. Und dann meldest du dich gleich. Sollen wir nochmal so ein Tümchen so auflassen? Ja, wie ihr wollt. Ja, ich stört mich nicht. Genau, meld dich einfach, wenn du mich willst. Okay. Ja? Okay. Ich sehe dich, dann komm ich. Okay. So, die Massage ist jetzt durch. Fängt jetzt langsam an, ein bisschen weh zu tun, aber so minimal gerade. Weil es halt wieder warm wird. Geht aber. Es durchzuhalten. Immer positiv denken, ans Endergebnis denken. Das sind ja nur 2-3 Minuten und danach ist es wieder vorbei. Schaut mal, wie gut das ist. Es wurde jetzt alles aufgesogen. Es geht. Sieht man mir auch an, oder? Schaut mal, das wird das Endergebnis hoffentlich. Wenn ihr das anfassen könntet, Leute, das ist eiskalt. Eiskalt. Schön zudecken. So, jetzt tut's nicht mehr weh. Jetzt sitze ich hier so. Jetzt tut's nicht mehr so weh. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich warte jetzt auf den Aufzug. Voll süß. Für die Spendenaktion habe ich 4 Tüten bekommen mit Beauty-Sachen für Jungs und für die Mädchen. Hier ist mein Wasser übrigens. Und ich wollte kurz erwähnen, weil letztes Mal kam die Frage, ob auch stillende Mütter Coolscaping machen lassen können. Lieber nicht. Dann wartet lieber, bis ihr nicht mehr stillt und dann macht das. Wartet lieber. Ihr seht, man ist danach total fit. Also ihr könnt das Kind dann natürlich 2 Stunden bei der Oma lassen oder beim Papa und dann geht ihr dahin und danach seid ihr topfit. Ansonsten, die 10% gilt für alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zu Hause bin. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich war gerade einkaufen bei Aldi. Oh, ich kann euch immer ganz grob zeigen, was wir alles gekauft haben. Einmal ein Laugenbrötchen. Dann habe ich so ein Brot gekauft. Habe ich noch nie probiert. Hier steht glutenfrei mit Mais und Reis gebacken. Einmal Brot. Genau, einmal Bananen. Was haben wir noch gekauft? Ich habe 2 Packungen Sushi mitgenommen. Ganz viel Joghurt für Lina. Dann habe ich 2 Eidans mitgenommen, weil ich gleich Köfte mache. Aber der ist schon weg. Ich weiß jetzt nicht, wann der kommt. Und ich habe ganz viel Gemüse gekauft. Also was heißt ganz viel? Die nächsten 2-3 Tage. Ich konnte ja nicht so schwer schleppen jetzt. Lina, nein, das ist gefällt. Nein, wir können nicht, dann müssen wir sauber machen. Ja, am Bauch habe ich jetzt keine Schmerzen. Außer ich drücke so. Dann sind da minimale Schmerzen, aber wer ist so dumm und schwitzt sich die ganze Zeit auf dem Bauch. Genau. Ja, jetzt habe ich Paniermehl rausgeholt. Hackfleisch ist schon fast. Fast auf Zimmertemperatur, nur noch die Mitte. Ich tue da nochmal ein bisschen warmes Wasser rein. Ansonsten, ja. Essen wir dann mit Lena alleine Kekse. Aber dann meinte, der wird sehr wahrscheinlich dann draußen essen. Ich habe ihn jetzt auch rausgeschickt, weil der war ja heute mit Lena den ganzen Tag. Und morgen gehen wir in die Jugend- und Kinderpsychiatrie. Leider ist der Herr Pling nicht dabei. Dafür kommt Frau... Wer war das nochmal? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, weil ich kurz
von dem Cool-Skype-Ding war. Wir haben ganz kurz telefoniert, aber er meinte, er ist nicht dabei. Aber dafür kommt eine Dame, die ist dann mit Kamera und also mit Fotoapparat ausgestattet. Ob wir die Kinder sehen dürfen, wissen wir noch nicht. Ob das der Heimleiter erlaubt, wissen wir auch nicht. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, ihr wollt auch nicht, dass eure Kinder mit dem Netz aufgenommen werden. Von der Kamera würde ich auch nicht wollen, dass die im Internet landen. Aber ich werde auf jeden Fall alles aufnehmen, was man sonst machen darf. Und er meinte, er wird uns rundführen durch die Psychiatrie. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Ja, ansonsten habe ich 4 Pakete bekommen, also 4 Geschenktüten für die Mädchen und für die Jungs. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Einmal hier so ein Puma-Set für die Jungs, einmal so ein Set mit Haarspangen und Haarband für die Mädchen. Ja, ich komme jetzt. Dann einmal ein Handschaum, Nagellack und Body Spray und nochmal was von Axe. Ja, danke nochmal an Medical Face dafür. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich danke euch schon dafür, dass ihr bei mir die Cool-Sculpting-Behandlung gemacht habt. Und das hätte schon gereicht, aber ich freue mich, dass ihr uns dabei unterstützt. Oh, dann meinte sie, soll ich das alles ins Auto morgen kriegen, aber wir schaffen das schon. Irgendwo schaffen wir das schon, oder? Ich hoffe. Ja, ansonsten gibt's nichts. Ich nehme euch jetzt mit, wie ich die Köftes mache, also die Mini-Burger von den Türken. Und Lina ist ganz gut drauf, ne? Sind wir neun Moiner denn? Okay, aber Bilder tut. Ja, ne, ne, Mama. Ja, wir machen jetzt Mama, ne? Bye. Nein, guck mal. Sind wir bei mir neun Moiner denn? Kapatanum, ne? Mama, mir, Paul. Mama, mir, Paul. Bye. Wir melden uns gleich nochmal. Bye. Bye. Öpp. Afirin. Gerade geduscht. Ich habe die Frikadellen jetzt hier reingetan, eingepackt, damit ich den in den Kühlschrank tun kann. Dann kann Nina das morgen essen. Als Snack. Nein, kein kaltes Wasser. Hier, guck mal, du kannst hier Wasser trinken. Nina, was hast du da in der Hand? Ah, nee, Jim, das ist gefährlich. Ja, genau so.
Ja, ich warte jetzt auf Audel. Mein Bauch geht's ganz gut. Nur wenn ich drücke, tut das weh. Das tut ein bisschen mehr weh als die Flanken. Aber ich denke mal, weil das halt... Mein Bauch ist jetzt auch ein bisschen angeschwollen. Also was heißt angeschwollen? Ein bisschen so fetter. Und ja, das geht ja aber wieder runter. Das ist ja... Hallo, 45 Minuten wurde mein Bauch eingesaugt, okay? Das ist voll normal. Aber es tut nicht weh. Also, wenn ich jetzt normal laufe, tut es gar nicht weh. Außer ich würde mich jetzt, also ich würde jetzt drauftreten oder draufschlagen, dann wird es, glaube ich, unheimlich wehtun. Aber so ist das ganz okay. Ich habe irgendwie hier nur 0 Minuten zu reden. Ich lösche mal ein paar Sachen, dann klappt es nicht weiter voll. So, ich habe jetzt beschlossen, dass wir mit Lena ihr Geburtstagsvideo anschauen und danach geht sie aber schlafen. Na, an den Gym? Warte, ich muss das erstmal suchen, Aschke. Oh, scheiße, jetzt bin ich... Nee, es war richtig. Auf YouTube. Ja. Ansonsten, was wollte ich sagen? Genau, wegen dem Stillen würde ich eher nicht. Hat der Arzt auch empfohlen. Er meinte, es gibt jetzt keine klaren Studien oder so, aber lieber nicht. Dafür würden wir dann... Also ich würde auch persönlich dann lieber warten, bis... man nicht mehr stillt. Und die 10% gelten auf alles. Also auf, man kann ja die Nase auch hier gerade machen, den Hubbel wegmachen lassen, dann Botox. Lippen gilt auf alles, 10%. Und sonst, und umso mehr Behandlungen ihr macht, umso vergünstigt bekommt ihr es. Und wie gesagt, ihr könnt auch ein kostenloses Beratungsgespräch führen. Also das ist gar kein Problem. Ihr ruft dann da einfach an, macht einen Termin und könnt dann ein Beratungsgespräch ausmachen, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wenn ihr Fragen habt, die jetzt nicht beantwortet worden sind oder so. Und dann werden die euch auch aufklären. Ich kann nur 10.000 Mal sagen, das sind so herzliche Personen. Also egal, was man für Fragen hat und so, die antworten ehrlich und... die antworten ehrlich und da gibt es kein Drumrum-Geschwatze. Also das wird direkt auf den Punkt gebracht und gesagt, was gemacht werden muss. Und das finde ich auch gut so, weil ich würde persönlich nicht wollen, dass mein Arzt mir sagt, oh, das sieht so perfekt aus, obwohl es scheiße aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen lieber einen ehrlichen Arzt, anstatt jemanden, der was vorspielt und euch am Ende verarscht. Ja, wir gucken jetzt mit Lina hier dieses Video von ihrem Geburtstag und dann geht sie schlafen. Sie ist auch kaputt, sie hat ja gerade geduscht. Ja, und ich muss dann hier noch aufräumen. Ich habe jetzt die Küche aufgeräumt, das Badezimmer aufgeräumt. Ja, das ist dein Geburtstag. Übrigens, lalalala, die Geburtstagsdeko ist weg. Wurde auch langsam Zeit. Ja, ich muss auch früh schlafen heute mit Audel, weil morgen müssen wir das Auto vollpacken mit den Sachen. Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich freue mich total, 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 total. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich bin echt gespannt. So, ihr Lieben, da ich vergessen habe, mich gestern zu verabschieden, mache ich das jetzt. Und ich fange auch direkt mit dem nächsten Vlog an, weil heute ist der nächste Tag. Heute ist der große Tag, wir übergeben heute die Spenden den Kindern. Und deswegen fange ich jetzt auch direkt mit dem nächsten Vlog an, ne? Genau. Und wenn ihr Fragen und so zum Coolsculpting habt, schreibt das mir unten in die Kommentare. Ansonsten verlinke ich euch hier die Webseite, die Adresse und die Telefonnummer unten in der Infobox von Medical Face. Da gibt es auch sehr, sehr viele Details. Ansonsten könnt ihr dann einen Beratungstermin machen und euch beraten lassen. Die Instagram-Seite werde ich natürlich auch verlinken. Und dann könnt ihr euch das alles mal anschauen, weil ich weiß, dass es sehr viele interessiert. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Mein Bauch tut ein bisschen weh, wenn ich dagegen komme, aber das war ja beim anderen auch so. Das ist voll normal. Ein bisschen angeschwollen, aber das geht nach 2-3 Tagen weg und dann fangen langsam die Ergebnisse an. Bis jetzt habe ich 2 Kilo abgenommen und hallo. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. I wanna get to your clothes, gotta get it right now.